Willkommen zurück zu Luna Silverstar Harmony. Auf dem Weg zum roten Drachen. Das scheint hier die größte Prüfung zu sein. Hier wahrscheinlich einfach durchzumarschieren. Au, au, au! Doesn't this ever end? Wait, what's that? What in the hell is that? Don't let your guard down, Alex. Ich weiß nicht, was die ganzen Warnungen sollen, aber ich bin doch noch ein Bossfight. Ich glaube, ich heile jetzt mal nicht, weil so viel Schaden haben wir nicht genommen, ne? Vielleicht gebe ich Alex jetzt mal ein Starlight, weil er echt wieder wenig Mana hat. Ja, wobei, ein Starlight braucht bestimmt mindestens 50 MP, das ist ja Verschwendung, ne? Wir warten. Okay, jetzt passiert was. Such impatience. Couldn't you at least have the courtesy to wait until I had a proper trap prepared? You're really wearing my nerves thin, honeybomb. I think it's time you left. If only it were that easy for you, my cross-dressing foe. I'm not going anywhere. Then perhaps we'll just have to show you the door. I'm afraid I don't have the time to enjoy your quasi-adorable antics. If my little pets here do their job, that won't be a problem in the future. Whoa. Zwei Bosse zur selben Zeit. Alex, what are those things? Be careful, everyone. These guardians are made of pure magic. Okay, Bronze Dog. Wir haben alle Ultis voll. Also komm, das schaffen wir ja wohl, oder? Erstmal natürlich Dinger. Die ganzen Buffs draufkriegen. Ich könnte Elektroschauer machen. Wir machen jetzt noch Thunder Rain, weil wir es voll haben. So, du machst bitte sofort deinen hier, genau, deinen Restore Spell. Ja, nicht Restore Spell. Oder? Doch. Nee, ist richtig. Und du? Ich will mir erstmal den Ulti von hier aufsparen, weil das könnte uns in Poppes retten. Ich schätze mal, dass ihr Eisbär hier ganz effektiv sein wird, aber ich mache erstmal ein Schild auf sie selber, weil sie ein bisschen anfälliger ist. Und du kannst erstmal deine Kraft stärken. Gerade auf, dass der eine gerade Feuer atmet, ne? Der andere nicht. Ist das wieder ein Anzeichen für eine Attacke, die benutzt wird? Sehr komische Schrittgeräusche. Okay, ich denke mal, die vorher Feuer atmen tun, die werden auch Feuerball-Spell benutzen. Das ist doch ein dicker Buff. 45? Gut. Mit der Regeneration wird alles leichter sein. Ist die Frage, warte ich mit den Ultis noch? Den physikalischen Ultis, bis der andere Buff drauf ist? Da muss ich ziemlich viele Runden warten, ne? Ich mach sie jetzt schon mal. Ist schon in Ordnung. Wer kann eigentlich am besten Elektroschauer machen, weil er immer beide damit trifft? Das ist einfach safer. So, du kannst eigentlich deine Ulti benutzen, warum nicht? Wobei, sie will ich gerne haben. Dann buff ich sie jetzt gleich erstmal. Dann soll sie jetzt erstmal eine Heilung aus sich selber machen. Kann sich einfach zuschlagen, oder? Ja, komm. Und du buffst bitte direkt erstmal sie, damit ihr Ulti gleich stärker sein wird. Und du machst deine Ulti direkt jetzt, weil du hast ja schon deinen eigenen Power-Up bekommen. Ich fokussiere jetzt erstmal den hier. Ich hoffe, ich kann mir merken, wer von beiden welcher ist. Weil wir erstmal einen Down kriegen wollen, ne? Es wird wahrscheinlich leichter sein, wenn einer weg ist.
Jo, das haut rein. Nice Evade Slash. Mal gespannt, wie lange der Regenerationszauber anhält. Ich habe jetzt übrigens nicht mehr darauf geachtet, wer ist. Also ich glaube, der Link ist der, den wir bisher fokussiert haben, mit den Single Targets. Weil wir gerade die Position gewechselt haben. Du machst weiter damit. Du machst jetzt deine Ulti. Eigentlich muss ich heilen, die Runde mit dir, ne? Heil mal erstmal. Du könntest jetzt anfangen, die beiden Jungs noch zu buffen. Fang mal mit Kyle an. Und der kann am besten jetzt Single-Target-Power-Stages machen, damit wir erstmal einen Down kriegen, ne? Wechselt sich im Grunde immer ab, ne? Einer greift mit Feuer an, der andere im Nahkampf. Das sieht okay aus. Jetzt ist wieder er hier immer noch. Machst du mal noch das? Du musst dein Ulti jetzt, das ist die Chance. Und du musst noch mal einmal einen Buff. Sehr wahrscheinlich sinnvoll, die Eiszauber zu benutzen, aber ich buff erstmal, wie gesagt. Einmal einen Buff auf ihn. Und dann reicht mir das im Buff auch. Ist ziemlich viel Damage, das darf man nicht unterschätzen. Nice, der erste ist down. Aber jetzt wird's leichter. Ich könnte im Grunde mal ihren Single-Target-Ice-Move nutzen, ne? Also schon ziemlich lange her, aber den wird es ja kaum genutzt. Jetzt lohnt es sich mal. Oh. Das sieht ungesund aus. Ich schätze mal, der macht jetzt, wo der andere sein Freund der tot ist, macht er eine Super-Attacke oder sowas, ne? Ich sollte vielleicht blocken. Ich werde blocken, die Runde. Ich würde gerne heilen, aber ich glaube, Block ist gerade einfach wichtiger. Ich würde mit ihr einen Barrierezauber machen, aber ich habe die Befürchtung, dass sie nicht früh genug drankommt. Ich versuche es trotzdem. Komm. Doch, sehr gut. Sehr, sehr gut.
Heat Rush. Tja, wir werden nie wissen, wie viel Damage das gemacht hat, denn das hat die Barriere jetzt völlig aufgefangen. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob Elektroschauer auch stärker ist oder einfach nur AE ist. Aber es kostet so viel, dass es wahrscheinlich auch stärker sein. So, die Reaktion läuft immer noch, ne? Also, gut. Erneuere ich die mal nicht. Luke kann endlich mal das Eiszauber benutzen. Ich glaube, der Eisgeysir ist stärker als der Freeze Burst, ehrlich gesagt. Egal. Was soll's. Mist auf ihn. Nicht gut. Er schon meist Schaden. Ach, die Barriere hält immer noch. Ich wüsste gerne, wie lange die Barriere hält, weil die ist echt krass. Thank you. Dann wäre es auch noch relevant zu wissen, ob die Barriere von... Also das Durchhalten der Barriere von den Angriffen abhängt, den abbekommt. Oder halt von den Runden, die vergehen. Okay, jetzt kommt der Superangriff wieder. Also so viel HP kann der nicht mehr haben, oder? Wir riskieren es einfach mal. Mach du trotzdem schon mal. Vielleicht kommst du ja nach ihm dran, aber ich glaube nicht, aber mach's trotzdem. Ich glaube, Eisgeysir ist stärker. Deutlich stärker. Und er ist down. Sehr schön. Good job. 4000 Erfahrungspunkte. Das ist viel. Mehr Level up. Ist der einzige, der durchlevelt, aber gut, das sind alle Level 27. Das ist doch auch nicht schlecht. Just as I've foreseen, you have grown stronger, Alex. Much stronger. You've only seen the smallest part of our power, Royce. Give up now. Give up? Goodness, no. We have quite a future ahead, you and I. But I'm afraid to say the present finds us going our separate ways. Wait. I almost forgot to share your fortune with you. The red light you pursue shall shine no more, and the great black arm shall seal them all, staining them with darkness. Oh, how I love to be the bearer of bad news. Farewell, children. She's trying to be brave, Alex, but I can't sense her fear. She's afraid of us. The red light shall shine no more. You don't think she meant the red dragon, do you? We better find out. Ja. Ich halte mich jetzt aus meiner Mana jetzt mal nicht, weil ich gehe mal davon aus, dass es der einzige Bosskampf hier gewesen. Und sonst ist es jetzt ja gesaved. Ich save mal doppelt, dann was soll's. Kein Drache da. It's so quiet and cold in here. Alex, no one's been here for a long time. Cold? Kann ich mir nicht vorstellen. Red Dragon, come out. Come out wherever you are. Please? He's not here. The Red Dragon couldn't be out shopping, right? Which means we might be... Too late? Oh, don't even think such a terrible thing. Whoa.
Also, der weiße Drachen war schon etwas plüschiger. Der rote Drachen ist sogar offensichtlich noch jünger und plüschiger. Und die Ähnlichkeit mit Nell ist jetzt ja wohl einfach nicht mehr wegzusehen, oder? Also Nell muss irgendwie ein Drachenkind sein oder sowas, ne? You who seek to undergo the dragon trial. My body has been stolen by the magic emperor. What? That old dragon? No, it's a lady dragon. That's why you look like... I have come to you in this spiritual form to impart knowledge to you. I shall not be long until my soul fades from this place for all eternity. No. This is awful. 15 years ago, I began a long sleep, but was awakened a short time ago by a song of tremendous magical power. A song with magical power? Alex, you have overcome my dragon trial. Your bravery was demonstrated when you crossed the wall of magic flames. Your power has been made evident, but it's not a singular power. You have the power to protect your loved ones and to destroy the evil of this world. The future, as Athena and Dain envisioned it, has been entrusted to you. I have grown weary. The time has come for me to rest. Red Dragon. Shed not your tears for me, Nell, for you see my soul is immortal. And one day we shall meet again in the future, yet to come. This is too horrible. I can't stop crying. Oh no. Alex, looks like the red dragon shield is shimmering. Oh. Ich schätze mal, das ist das Schild des Dragon Masters. Got Dragon Shield. You did it, Alex. You got the red dragon shield. You are halfway to becoming the Dragon Master. The Dragon Master. Kann man das schon ausrüsten? Das ist schon das beste Schild für ihn, oder? Dragon Shield. Nochmal 10 Punkte mehr Defense. Nice. Das nehme ich doch gerne mit. Gut, ich schätze, wir können uns raus teleportieren mit jetziger Fähigkeit, aber sicherheitshalber gehe ich mal einen Bildschirm immer zurück. Dann weiß ich, dass da nichts mehr passiert. Wobei, wenn was passieren würde, dürfen wir wahrscheinlich auch nicht raus teleportieren. Ist ja meistens so. Wobei, können wir... Ja gut, wir werden wahrscheinlich an Anfang des Dungeons teleportiert, wo der Heißluftballon ist, ne? Ich hoffe es. Wenn wir zurücklaufen müssten, wäre das echt ärgerlich. Aber wir wurden bisher immer an Anfang von Dungeons teleportiert, also dürfte das kein Problem sein für Jessica. Bring uns zurück. We probably should return to Illuk. Yes. We are done here. That's for sure. Diese Musik beim Fliegen. That's strange. I don't like the tone of your voice, Jess. Why, pray tell, are we floating down rather than up? Actually, it feels like more like falling than floating. Oh, an Absturz. Don't panic, everything is under control. Let me just press this button. Okay, now we can panic. Wow. I knew this was a job for a man, not a woman. Wow. My life, it's flashing before my eyes.
Hold on, Alex, everybody. I'll see if I can soften the landing. Ganz wichtige Szene. Tod. Das war das Ende. At last, I have a big target. We've been waiting. Ready and lift. Ich habe jetzt gehört, es hat Diebesgilde. That didn't hurt as much as I expected. Speak for yourself. I heard plenty. Is everyone okay? What does it look like now? We aren't the ones with wings. Wait, is this Risa? Oh, there! You're alive! As soon as I heard the crash and looked outside, I knew it was you kids. I'm just glad none of you got hurt, at least not badly. Actually, I think one of my wings is hyperextended. Vielleicht wieder zu ihm gehen. Ich heile erstmal und speichere. Also wirklich einen Anhaltspunkt habe ich jetzt ja nicht, wo wir den nächsten Drachen finden würden. Ich gehe mal stark davon aus, der blaue ist der nächste. Da ich einfach davon ausgehe, dass der schwarze der letzte ist, oder? Ist ja meistens so. Alex, you're back. Did you meet the Red Dragon? I see. Damn the Vile Tribe. So what happened to the air balloon? I knew that crazy contraption was going to crash. I'm not laughing at you, of course. I'm glad you weren't hurt. Well, Alex, while you were making an impact crater in the middle of Risa, I heard that the bridge you destroyed in Myriad was fixed. First the bridge, then the balloon. I'm sensing a trend. It's time for you to cross over to the Stadius region, Alex, and to seek the blue dragon in his temple. Mir fällt gerade ein, müssten wir jetzt nicht eigentlich, wenn wir in der Diebesgilde angehört, alle roten Truhen öffnen können? Das wäre super relevant dann zu backtracken, ne? Ich weiß jetzt nicht mehr, wo alle waren. Ein paar kann ich mich noch erinnern. Jetzt, wo wir die White Wings wieder haben, können wir auch schneller traveln. Okay, wir sollen es auf jeden Fall wissen, wo wir hin müssen. Das ist schon viel wert. War in dieser Stadt eine rote Truhe? Das weiß ich schon nicht mehr, leider. Leider weiß ich das nicht mehr. Ich fange mal an, ein paar rote Truhen zu sammeln, die ich noch weiß. Ich meine, eine rote Truhe war auf jeden Fall in der ersten Stadt, also unserer Heimat. Und zwar, ich glaube, im Zimmer von Ramos, oder? Wo ist denn meine White Dragon Wing Geschichte? Ich sehe sie gerade nicht, weil ich blind bin. Jetzt könnte man natürlich sagen, ich muss nie wieder durch den Wald durch, weil ich die Wings wieder habe. Stimmt aber nicht, denn ich weiß auf jeden Fall noch, dass im Wald auch noch eine rote Truhe war. Aber die können wir von Norden her besser erreichen. Dann würde ich erst die Stadt teleportieren wollen. Und ich meine, hier war halt auch eine rote Truhe. Und die war, glaube ich, hier oben im Zimmer. Aber alle weiß ich da ja nicht mehr. Ah ja, Stewportlet, wow. Das ist dieses lustige Schild, den Ramos am Anfang hatte. Im Ernst? Er kann gar nichts. Ich schätze mal fast, es ist ein bisschen so eine Chance, dieses Item noch zu bekommen für Leute, die möglichst immer alle Items haben wollen. Aber man hätte wahrscheinlich auch Ramos die equippen können dann, ne? Naja gut, ich meine, schön. Und das war jetzt so ziemlich das Sinnloseste, was ich hätte bekommen können. Okay. Irgendwie ändert sich die Position von Dragon Wings immer wieder, weil ich neue Itis bekomme, logischerweise. So, und Sahith war auf jeden Fall auch eine Truhe.
Mindestens. Ich meine oben in der im Hafengebäude, oder? Ich würde zumindest wetten, dass es da war. Er scheint mir recht naheliegend. Ja. Protection Ring, das klingt schon ein bisschen nützlicher. Erhöht einfach die Defense. Eine ganz ordentliche Stange. Ist wahrscheinlich besser als der Mia Bromide, oder? Wobei er verliert einen Wisdom, was schade für ihn ist. Aber ich glaube, die Defense ist mehr wert am Ende des Tages. Ich glaube immer, dass es gut ist, wenn sie diesen Ring trägt, damit sie die Schadensveränderung, weil sie diejenige ist, die Schadensveränderung heilen kann. Deswegen ist es immer gut, wenn sie resistent ist gegen Statusveränderung. Den Fortune Ring könnten wir auch abgeben, theoretisch. Aber ich gebe ihm mal hin. Ein Wisdom-Punkt kann er ruhig verlieren. So. Ah, es waren so viele rote Truben wieder. Die meisten weiß ich nicht mehr. Waren ja auch viele in Dungeon-Gebieten und so weiter. Ne? Ich will immer aus dem Haus rauslaufen, weil ich vergesse, dass man das gar nicht muss. Ich gehe mal davon aus, dass in jeder Stadt mindestens eine Truhe war. Das können wir, glaube ich, schon mal so sagen, so behaupten. So, wo war hier denn eine? Ach, ich weiß sogar noch, im Keller war eine. Stimmt. Aber das ist der Keller von der anderen Seite, also von Mels Haus aus, von Mels Anwesen. Aber wenn wir mal wieder hier sind, können wir mal kurz bei Ramos vorbeischauen. Hey Alex, how are you doing? You must be really close to becoming a Dragon Master. Can I ask you a favor? After you rescue Yuna, let's go back to Berg. I'd like to see my dad again. Oh, that reminds me, I got some sweet new items and stuff, so why don't you take a look, Alex? Oh, er verkauft auch was jetzt. Was ist das denn? Cat Scratch Fever? Birds and Legs? A Poisonous Beauty and Reminiscer? Reviews Past Memories? Ich habe keine Ahnung, was das hier gerade ist. Das Ding ist super teuer. Ich würde schätzen, bei dem Ding vielleicht, dass man sich damit die Sequenzen nochmal angucken kann des Spiels. Aber ich wüsste nicht, was das ist. Solche Bromides haben wir generell auch, ne? Und ich weiß nicht, was die sind. Muss ich vielleicht mal nachgucken, was die genau machen. Ich kaufe mir jetzt nichts davon, weil ich nicht weiß, ob ich das brauche. Oh, that? It's kind of like a wanted poster. It's always good to know what your competitors look like. Was immer du jetzt gemeint hast, in Ordnung. Verkaufst du auch neue Sachen? Aber stimmt, ich weiß wieder, wo hier eine rote Truhe war. Und zwar nämlich in der Kanalisation. Und zwar vor dem anderen Eingang aus. Es kann sein, dass hier noch anders irgendwo eine war, aber ich glaube nicht. Ich werde nicht mehr alle wissen. Also, ich kann vielleicht höchstens mal irgendwann eine Liste angucken und dann noch ein paar abarbeiten. Aber ich werde nicht mehr alle wissen. Da bin ich ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich weiß aber doch, dass in der Kanalisation eine war. Und die holen wir uns jetzt auch. Einfach die paar offensichtlichen, die ich noch weiß. So, wie kam man denn nochmal runter? Ich weiß es gar nicht mehr. Das war im Trainingsraum, ne? Und dann unten in der Ecke. Ja. Dann schneiden wir uns das Item auch noch eben fix. Was immer das sein wird. Aber hier waren so noch Gegner. Als ob die irgendeine Chance gegen uns hätten, ganz ehrlich. Wärmliche Kreaturen.
Ich mache jetzt aber zusammen, weil es geht ja immer super fix. Das ist die Anstrengung mit dem Rausnehmen nicht wert. Das dürfte ja auch nicht allzu weit sein, ne? Das war gleich da vorne, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob da noch mehr Gegner jetzt überhaupt kommen. Ne, hier vorne ist es schon. Ja gut, einer ist hier noch. Ja, dann haben wir die Truhe. Die machen immer einen Flashcard, damit die alle sofort sterben. War auch nicht nötig, glaube ich. Egal. Ja. Alex hat sich wieder entschieden, jetzt dran zu kommen. Dann ist es natürlich Wurst. So. Ein Silverlight. Na gut, das sind die volle MP-Heiler, ne? Die können bestimmt immer noch mal nützlich werden. Die kann man euch bisher noch nicht kaufen. Vielleicht ja auch nie, wer weiß. So, nächster Ort. Ich weiß nicht mehr, wo überall welche waren. Ich schätze mal, in Vayne war auch eine. Das macht irgendwie Sinn. Ich würde mich nicht mehr wundern, wenn hier irgendwo in der Stadt auch noch einer war. Den ich nur einfach nicht mehr weiß. Ich schätze, wenn einer in Vayne war, dann vermutlich in der Akademie, aber die ist auch ziemlich groß gewesen. Ne? Das sind bestimmt auch schon Orte, die ich nicht besucht habe, die wir schon hätten machen können jetzt. Wälder und Höhlen. Im Schrein gab es keine Truhe. Pass weiß ich nicht mehr. Ich schätze auf jeden Fall, ich meine, dass es eine in der Lanzer Barriere gab. Und zwar schätzungsweise in einem der Türme. Oder in Karls Zimmer, wenn ich raten müsste. Ich weiß, ich hätte auch hinfliegen können, aber irgendwie nehme ich diesen Weg immer noch gerne zu Fuß. Ich weiß auch nicht. Aber auf dem Trial-Pfad hier zum Beispiel in Truhe war, wüsste ich jetzt auch nicht mehr. Ich laufe mal fix durch die Akademie. Ich erspare euch das mal. Wenn ich die Truhe finde, dann sehen wir uns bei der Akademie wieder. Und wenn ich die Truhe nicht finde, dann... Ja, dann sehen wir uns trotzdem hier bei der Akademie wieder und reisen dann weiter. Bis gleich. Ja, scheint mir so, als wäre Vayne eine absolute Zeitverschwendung gewesen in der Hinsicht. Ich habe die Akademie durchsucht und nochmal hier das Haus durchsucht, aber nichts gefunden. Dann sollte ich vielleicht doch lieber nur noch da suchen, wo ich mir sicher bin. Bin ich mir noch irgendwo sicher? Ich bin mir so halb sicher, was die Barriere anbelangt. In Land war bestimmt auch eine Truhe. Okay. Bei der Barriere meine ich aber wirklich, dass es ein Turm eine war, oder? Oder will ich mir das wirklich annehmen? Also todsicher bin ich mir tatsächlich nur noch in dem Wald, den ich mehrfach durchquert habe, dass da noch eine rote Truhe war. Das weiß ich mit absoluter Sicherheit. Aber das war nicht die einzige. Ich habe definitiv viel mehr gezählt in der ganzen Zeit. Da bin ich mir sicher. Jetzt kommen wir noch in einen anderen Turm rein, oder? Und da geht's ja keinen. Doch, da gibt's einen Eingang, sehr gut. Da fehlt nämlich nur noch ein Turm, falls der da auch nicht drin ist. Dann gucke ich nochmal in Karls Zimmer nach. Aber ich glaube, wenn ich die wirklich nochmal abgrasen will, dann sollte ich mir auf jeden Fall was zur Seite legen, ein Guide oder so, weil ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, wo alle Truhen waren. Hier würde ich mir, ob ich einen Wolf suchen jetzt, das ist der Wahnsinn.
Es waren auf jeden Fall noch viel mehr. Ich denke, auch in den Dörfern waren noch welche. In London zum Beispiel. Wir töten mal kurz Karls Zimmer und das andere Türmchen. Es geht hier recht fix in der Stadt. Aber hier war auch nichts. Ich glaube, dann lasse ich das lieber sein, bevor ich mich wahnsinnig mache. Da kann ich euch besser meine Liste einfach abgrasen. Einen weiß ich ja, wie es noch sicher, den hole ich mir noch eben. Hier im Wald. Ja, okay. Nee. Kann sein, dass irgendwo einer war, aber egal. Dann fliegen wir jetzt einmal nach Meerjord. Meerjord. Ich hoffe, wir haben nicht direkt eine Sequenz. Danke. Dann kann ich wieder eben zurück. Weil von der Nordseite komme ich schneller zum Ziel, ja? Definitiv. Ich werde wahrscheinlich ein paar Kämpfe machen müssen. Die erspare ich euch mal. Also bis gleich. Und da ist sie auch schon. Ein Fortune Ring. Okay, den hatten wir schon mal, aber gut, den haben wir jetzt zweimal. Und damit hat sich dieser Wald, glaube ich, auch für immer erledigt. Gott sei Dank. Dann habe ich viel zu oft durchquert. Gut, ich würde sagen, ein bisschen gebacktrackt haben wir heute. Da hatten wir den Drachenfight, den Drachenfight, also den Fight gegen die beiden komischen Drachenhunde, ne? Nächstes Mal geht es dann weiter. Von hier aus sollen wir weiter nach Osten. Das heißt, auch das Waffengeschäft wird verfügbar sein. Ich bin mal gespannt, was wir da kaufen können. Geld haben wir ja genug gerade. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.